Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Postfolge. Bitte beachtet nicht die Facecam oben. Meine Tonspur ist leider im Eimer und deswegen muss ich das jetzt nachvertonen und entsprechend passt jetzt natürlich überhaupt nichts mehr von der Facecam zu dem, was ich jetzt gerade sage. Vielleicht schaffe ich es auch rein zu zoomen, dass man die Cam gar nicht mehr sieht, weil das ist, glaube ich, sonst echt irritierend für euch. Ja, nachher kommen noch die News. Star Stable hat ja jetzt schon auf Instagram ein Bild gepostet, dass die neuen Animationen und die Charakterüberarbeitung reinkommt. Ich bin mal gespannt, ob das das Einzige ist oder ob wir uns vielleicht auch noch auf den kopflosen Reiter freuen dürfen oder auf die Geisterbahn oder vielleicht auch auf das Apfelfischen, was ja dieses Jahr noch gar nicht reingekommen ist bei Halloween, was mich ein bisschen verwundert hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber egal was kommt, ich werde auf jeden Fall die nächsten Sachen erstmal mit Dark Honey machen, die ihr jetzt auch hier schon seht. Hat übrigens einen Sattel drauf per Gutscheincode von, oh Gott, Sturmset, wie hieß das nochmal? Ich glaube irgendwie sowas. Oder Arcanes Set, ich weiß es nicht mehr. Und die Decke und das Zaumzeug, das sind Teile des Entdeckersets, die ist, was es im Westkap Fischerdorf zu kaufen gibt. Weil ich da immer so oft nachgefragt wurde, oder gefragt werde, dachte ich mir, erzähle ich euch das mal. So, der erste Brief von der Sarah Greenleaf. Hi Cuddy, dann versuche ich auch mal mein Glück und da ich kein großer Fan von großen Worten bin, schreibe ich auch nicht viel. Es ist gerade 5 Uhr morgens und ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mich immer wieder mit deinen Videos aufmunterst, auch wenn es mir mal mies geht. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so oft der Fall ist, dass es dir schlecht geht. Fabi Streams gucke ich auch immer so gut es geht, aber leider habe ich jeden Tag 8 Stunden Schule. Bei uns ging die 8. Stunde immer bis 3:15. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, bis wann die bei euch geht. Die Schulen fangen ja teilweise wirklich unterschiedlich mit dem Unterricht an. Ich bin mal gespannt, wann mein Brief drankommt. Liebe Grüße, Sarah aka Rebecca. Ja, tatsächlich, heute ist der 1. November. Ich hänge immer noch ewig weit zurück mit den Briefen. Tut mir leid, dass ich da so weit hinten dran bin. Es ist jetzt gerade echt schwer für mich, das nachzuvertonen, muss ich wirklich sagen. So, nächster Brief kommt von der Callista Swiftrider, kommt gleich der nächste Brief, wenn ich ihn dann mal anklicke. So, komme ich durch. Du bist durchgekommen. Mittwoch, der 13. September, ja, ich hänge 1,5 Monate zurück. Hey Dina, Cuddy, ich gucke gerade eine Postfolge vor der Schule und denke mir, ich kann das ja mal probieren, ob ich durchkomme und siehe da, ich bin durch. Sorry, kann keine Herzen machen, denke dir einfach viele dazu. Du und Fabi seid die besten YouTuber, ich schaue am liebsten Star Stable Online und Sims 4, beziehungsweise Sims. Sims kommt ja demnächst doppelt, sobald Hunde und Katzen draußen ist, möchte ich ja das normale Let's Play weiterführen. Und da natürlich auch Tiere reinnehmen. Am Wochenende werden weiterhin die Baufolgen kommen. Und dann möchte ich ja noch ein eigenes Let's Play anfangen, wo ich einen Sim oder eine Simin erstelle und denjenigen dann auch Tiere verpasse. Und der oder die wird dann Tierärztin werden. Das heißt, ich mache noch ein extra Let's Play zu Hunde und Katzen. Mal schauen, wie lange ich das dann führe. Aber da wird dann definitiv jeden Tag, werden dann 2 Folgen Sims kommen. Also geballte Sim-Power demnächst. Ich freue mich schon total drauf und ich hoffe, ich kann es euch bald endlich zeigen. Sind ja noch 1,5 Wochen. Von daher muss ich gar nicht mehr hoffen. Ist ja dann schon bald soweit. So, kannst du ein paar Leute grüßen? Das kann ich natürlich machen. Und zwar liebe Grüße gehen raus an die Freya Duskberg, an alle Sepplinge, also an euch alle da draußen. An mich vielen lieben Dank dir und liebe Grüße auch an dich, Callista Swiftrider. Außerdem an Fabi, Hani und Nani und Cash. Cash kann ich morgen wieder grüßen, morgen reite ich zwar den Chefi, aber macht ja nichts, ich bin dann ja trotzdem da. Cash bin ich jetzt am Montag geritten und gestern am Dienstag bin ich nochmal gesprungen und es war awesome. Schönen Tag dir noch, muss jetzt in die Schule, deine Kalli oder auch Sarah. Vielen lieben Dank dir für den Brief, Sarah. So,
Natürlich habe ich die Antwort geschrieben und ich habe die Augen gelöscht. Ich Dusseltier. So. Als nächstes kommen zwei Briefe von einer Namensvetterin von der Dina Friendworth. So, und jetzt kribbelt meine Nase. Hey Cuddy, ich bin so happy, dass ich dir mal schreiben kann. Ich möchte schon seit einem Jahr, aber immer ist dein Briefkasten voll. Das ist tatsächlich bei mir immer etwas schwierig. Und sorry wegen den Schreibfehlern. Das macht nichts. Wir sind hier nicht in der Schule und deswegen möchte ich euch auch nicht verbessern hier. Mach dir keinen Kopf. Und ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar, kann ich mal mit dir aufnehmen und... Okay, dann kommt noch ein Gruß. Also gemeinsame Aufnahmen mache ich so nur noch mit Leuten, die ich näher kenne, also mit Teamspeak und so. Aber wenn ich ein Stallgeflüster mache und ich das nicht ganz spontan mache und ich noch ein bisschen Zeit habe zu planen im Voraus, dann kündige ich das Ganze immer auf Instagram an und sage, wann wir uns treffen und wo wir uns treffen. Und dann kannst du natürlich gerne mit dabei sein und mitkommen. Aber ansonsten, wie gesagt, Aufnahmen mit Teamspeak oder sowas, gemeinsame Aufnahmen mache ich nur noch mit Leuten, die ich auch näher kenne. Und liebe Grüße gehen raus an die Samantha Windweek. Windweek ist ein cooler Name. Wenn ja, danke. Und wie schon gesagt, sorry wegen meinen Schreibfehlern. Du bist die beste YouTuberin der ganzen Welt. Und Fabi auch. Vielen, vielen lieben Dank dir. Das ist echt lieb. Und wie gesagt, ich gucke da überhaupt nicht drauf. Ich bin hier keine Lehrerin und ich finde, mir steht das jetzt gar nicht zu, euch hier die ganze Zeit zu verbessern. So, Dina, Namensvetterin. Und dann kommt ja der nächste Brief. Du kennst mich schon. Hey Kadi, ich wollte nur fragen, ob du mich schon mal bei einem Livestream gesehen hast. Wenn ja, bitte antworte auf beide Briefe. Das mache ich ja sowieso immer. Dina Friendworth sagt mir tatsächlich was. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil einfach so viele Leute immer dabei sind und viele SSO-Namen sich ja doch ziemlich ähnlich sind. Aber mir kommt dein Name auf jeden Fall bekannt vor. Also es kann gut sein, dass ich dich schon mal gesehen habe. Ich will dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Das könnte durchaus sein, dass ich sie mir verbrennen würde. Aber es kann durchaus sein, dass ich dich da schon gesehen habe. Der nächste Brief kommt von der Elaine Eastgirl. Elaine schreibt, hey Cuddy, du bist mein Vorbild. Ich wollte fragen, ob wir Freundinnen sein können. Und könntest du mich grüßen? Leider bin ich kein Star Rider, aber ich werde vielleicht einer. Ich hoffe, dass wir Freundinnen werden könnten. Liebe Grüße, deine Elaine Eastwind. Ja, mit der Freundesliste, das ist leider schwierig, weil die ist rappelvoll. Es gibt da einen Bug, den man machen kann, dass wenn man noch einen Platz frei hat, dass man dann keinen annimmt, bis man sich ausloggt. Und dann können einem quasi unbegrenzt viele Leute eine Freundschaftsanfrage schicken und dann hat man einfach viel mehr als die eigentlichen 50 auf der Liste drauf. Das habe ich aber schon mal gemacht. Und von daher ist meine Liste mehr als voll und ich kann leider keinen mehr annehmen. Das tut mir leid, aber ja. Ich hoffe, du bist nicht traurig oder böse. Aber ich drück dir auf jeden Fall den Daumen, dass du Star Rider wirst. Weil man kann wirklich in SSO als Star Rider so unheimlich viel erleben. Es gibt so viel zu entdecken und so viel zu machen. Und ich wünsche mich oft selber in diese erste Phase zurück, wo man so als kompletter Neuling und Noob so komplett ohne Vorkenntnisse ins Spiel reinstartet. Weil irgendwie ist das immer so die spannendste Phase, wenn man gerade erst richtig anfängt. Also ich drücke dir die Daumen, dass das klappt und du Star Rider wirst. Der nächste Brief kommt von der Amira Opalward. Wenn ich ihn anklicke. Jetzt. Die Amira schreibt, liebe Cuddy, ich bin ein großer Fan von dir und liebe deine ganzen Videos, die du machst. Ich freue mich, dich beim nächsten Stream wiederzusehen. Wenn du diesen Brief liest und gerade ein Video machst, sag doch mal bitte Hallo, Amira. Das würde mich freuen. Natürlich lese ich das, oder natürlich kann ich gerade Hallo, Amira sagen, weil ich ja die Postfolgen immer aufnehme. Stimmt es, dass man in Server 1 sehr schlecht reinkommt? Weißt du, wann man wieder zurück auf Server 1 wechseln kann? Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du es in einem deiner Videos zeigst. Deine Amira Opalward.
Es ist tatsächlich so, dass Server 1 sehr, sehr voll ist. Und gerade wenn ein Update kommt, wo viele unheimlich gehypt von sind und unbedingt auf den Server wollen, oder wenn Livestreams sind, dann ist es oft so, dass man nicht mehr auf den Server draufkommt, weil er einfach voll ist und man dann in der Warteschleife hängt. Also Server 1 ist wirklich komplett dicht. Deswegen ist er einfach auch momentan zum Wechseln gesperrt. Ich weiß auch nicht, wann er wieder geöffnet wird. Tatsächlich, als ich angefangen habe mit Star Stable, da war das so, dass alle Server zum Wechseln gesperrt waren. Und sie waren lange gesperrt. Ich glaube, bis man wieder wechseln konnte. Oh, da ist bestimmt ein Dreivierteljahr bis Jahr vergangen damals. Ich weiß gar nicht, wieso. Gut, damals waren die Server auch voll. Da gab es ja nur 3 Server. Da gab es ja nur Winterstar, Autumnstar und Chocolate Mountain. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die damals alle gesperrt waren zum Wechseln. Dass man da auf keinen mehr draufgekommen ist. Ich kann aber mal schauen. Ich weiß es nicht, ob ich es zeigen kann, wenn ich nicht wirklich selber wechsle. Ich kann aber mal gucken, ob ich das, wenn sich da wieder was tut, ob ich das dann mal in einem Video zeigen kann, wo man rein theoretisch hinklicken müsste, um den Server zu wechseln und wo man sehen kann, auf welchem Server man sich überhaupt befindet. Das geht alles über die Star Stable Seite, wenn man in seinem Profil eingeloggt ist. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal, das in einem Video zu zeigen. Natürlich gehen aber erstmal andere Projekte vor, wie zum Beispiel die 600. Folge oder auch die ganzen Videos, die ich noch habe für den SimpliCuddy-Kanal. Heute um 12 kommt ja übrigens das lang erwartete Turniervideo Teil 2 aus Mai. das kommt dann um 12 Uhr auf dem SimpliCuddy-Vlog-Kanal online. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Brief von der Laila. Laila schreibt: Hey Cuddy, ich liebe eure Videos und durch dich bin ich auf SSO gekommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als ich dich dann im Spiel beim Vorpinter-Champi auf der Startlinie gesehen habe, habe ich mich so gefreut. Leider blendet der Server dich beim Stream immer aus, aber ist nicht so schlimm, jetzt schreibe ich dir ja. Außerdem habe ich noch ein paar Grüße und ein paar Fragen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob ich dich gesehen oder ob ich mich noch daran erinnere, weil beim Championat so unheimlich viel los ist, dass ich da nicht alle Namen in meinem Kopf habe. Von daher kann ich dir das nicht hundertprozentig beantworten, ob ich mich da wirklich noch dran erinnere. Aber die Grüße gehen... ja, danke auch und liebe Grüße auch an dich zurück, Laila. Außerdem an Fabi, Hanni und Nanni. Deine Reitbeteiligung, ja, SSO hat was gegen Cash. Die Grüße an die Mandy habe ich schon ausgerichtet. Außerdem liebe Grüße an deinen Club, an die Glade Owls. Ich finde den Namen sehr, sehr cool. Und an Julie Dragon Thunder, deinen Bruder. Und ich habe in der Postfolge schon gesagt, als ich sie das erste Mal aufgenommen habe, dass ich es mega cool finde, dass ihr gemeinsam SSO spielt, dass dein Bruder vor allen Dingen auch SSO spielt. Weil ich glaube, dass man sich da schon als Junge den ein oder anderen blöden Kommentar oft anhören muss. Weil bestimmt bei vielen so die Meinung gilt, oh, Star Stable, das ist doch nur was für Mädchen. Genauso wie es auch Kommentare gibt wie, du spielst FIFA, du bist doch ein Mädchen, das passt gar nicht zu dir. Ich finde das immer total doof. Ich finde, man sollte das spielen, worauf man Bock hat und sollte sich da nicht irgendwelche Vorurteile aufzwängen lassen, wie, du kannst das doch gar nicht, du bist doch ein Mädchen, es ist doch ein Jungsspiel, oder was bist denn du für ein Mädchen, dass du so ein Pferdespiel spielst? Finde ich immer schade. Denn Spielen soll Spaß machen und wenn man Spaß am Spiel hat, dann soll man das Spiel doch auch spielen dürfen. Und noch ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingsessen? Essen! Mein Lieblingsessen ist Sushi! Sushi ist so awesome. Ich könnte wirklich rund um die Uhr zu jeder Mahlzeit Sushi essen. Außerdem, welches Tier würdest du gerne in echt haben? Nein, wir haben ja 2 Hunde. Ich wollte aber als Kind tatsächlich immer Schlangen haben. Ich finde Schlangen so cool. Ich finde sie so elegant und ja, die sind einfach toll. Aber es gibt viele Tiere, die ich gerne haben würde. Aber ich glaube, ich bin einmal auf den Hund gekommen und ich bleibe auch beim Hund.
Welche Rasse würdest du dir in SSO wünschen? Ich würde mir definitiv einen Mavari wünschen, weil das mal was anderes wäre mit diesen sichelförmig nach innen gebogenen Öhrchen. Die würde ich mir sogar mehr wünschen als Trakehner, obwohl Trakehner ja in echt meine Lieblingsrasse sind. Ich glaube aber, dass die Trakehner in Star Stable sehr dem Hannoveraner ähneln werden, wenn sie reinkommen. Und der Mavari wäre einfach mal was anderes. Deswegen würde ich mich über den mehr freuen. Aber Trakehner würde ich mir auch wünschen. Genauso wie Barock-Pintos. Und ich fände auch weitere Gangpferderassen, wie zum Beispiel ein Egidienberger, Paso Peruano, Tennessee Walker. Fände ich auch sehr cool, wenn sowas noch reinkommen würde. Und zuletzt, was würdest du dir wünschen, dass SSO reinbringt? Ich fände ja Wetter toll. Tatsächlich, es ist ulkig. Wetter ist ja eigentlich eine Sache, die einem nicht, ja, Wetter bringt einem keine Aufgaben im Spiel. Wetter bringt einem nichts fürs Gameplay. Aber Wetter macht einfach ein Spiel ungemein atmosphärischer. Ich finde, Wetter gehört einfach irgendwie zu einem Spiel dazu. Ich hoffe ja auch drauf, dass das Wetter bei Sims 4 relativ bald reinkommt. Und das wäre auch in SSO wirklich mega, weil das einfach sehr, sehr gut ist für die Atmosphäre im Spiel, finde ich persönlich. Was ich mir auch wünschen würde, wäre aber auf jeden Fall Dressur. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und ich würde mir auch mehr Springparcours wünschen, wo auch die Stangen fallen. Beim Rassenrennen finde ich das zum Beispiel sehr, sehr gut gelöst. Momentan, die ganzen Rennstrecken sind ja eher wie beim Geländespringen in der Vielseitigkeit. Von daher würde ich mich auch über mehr richtige Springparcours freuen. Also, liebe Grüße und einen schönen Tag oder Nacht noch, Laila oder Easy. Vielen Dank dir. Ja, bei mir wird's jetzt noch eine schöne Nacht. Wir haben jetzt gerade 23.20 Uhr zum Zeitpunkt des Nachvertonens. Es ist echt doof, eine Postfolge nachzuvertonen. Sollte ich übrigens meine Kamera nicht irgendwie rausgeschnitten bekommen, dann lege ich da einfach irgendwie irgendwas drüber. Einen schwarzen Balken und habt ihr mal einen Rand an der Seite oder so. So, ich werde aber jetzt nochmal das Bild einblenden vom letzten Level. Das haben wir seit langer, langer Zeit nochmal in der Dressurhalle gemacht. Es ist eine sehr, sehr gute Reihe geworden. Und es freut mich nochmal, einen anderen Hintergrund zu haben auf dem Bild. Hat auch super, super geklappt mit der Reihe. Ganz großes Kompliment nochmal an alle, die mitgeritten sind. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher oder hören wir uns nachher nochmal zu den News. Ich bin gespannt, was alles reinkommt. Also definitiv die Charakterbearbeitung inklusive neuer Animationen. Vielleicht auch noch das eine oder andere für Halloween. Ja, es sind zwar 4 Wochen rum, dass jetzt aber trotzdem noch neue Farben reinkommen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Es ist ja nicht so, dass nicht schon die ganze Zeit dunkel wäre, aber gut. Also das denke ich kommt nicht, dass wir noch neue Farben bekommen. Aber wie gesagt, die Animation, die Überarbeitung auf jeden Fall. Also bis nachher in den News. Und ja. Die nächsten Tage dann mit Dark Honey. Also macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!